Ihr wollt eure Herz-Kreislauf-Belastung, die ihr auf dem Feld habt, optimal in euer Lauftraining außerhalb des Felds einbauen. Dann haben wir hier heute das optimale Lauftraining fürs Badminton. Wir schauen uns hier ganz kurz die Statistik an. Bei dieser Statistik seht ihr, dass 75% aller Ballwechsel in etwa 12 Sekunden oder weniger sind. Das heißt, natürlich gilt es, das zu beachten, wenn wir ein perfektes Lauftraining fürs Badminton haben wollen. Die durchschnittliche Pausendauer bei einem Badmintonspiel zwischen den Ballwechseln beträgt in etwa 22 Sekunden im Durchschnitt. Das heißt, unser Laufprogramm ist genau auf diese Daten abgestimmt. Wir schauen uns hier ganz kurz unser ultimatives Badminton-Lauftraining an. Nachdem wir uns ein bisschen aufgewärmt haben, 2 bis 3 Minuten eingelaufen sind, haben wir verschiedene Belastungszeiten in Sekunden hier. Wir machen immer 3x15 Sekunden Belastung, zwischendrin jeweils immer eine Pause von 20 Sekunden. Danach simulieren wir einen langen Ballwechsel von 30 Sekunden. Danach machen wir wieder diese 3x15 Sekunden, simulieren einen Ballwechsel von 40 Sekunden, 60 Sekunden und dann gehen wir wieder zurück. Pause bleibt immer gleich bei 20 Sekunden. Intensität wirklich hoch, weil die Ballwechselintensität auch immer ziemlich hoch ist. Das ganze Programm dauert in etwa 15 Minuten, sodass wir sagen können, alles klar, wenn ihr noch eine zweite Runde machen wollt, macht eine Serienpause von 3 Minuten und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei.